Vitamine verheißen uns ein langes und gesundes Leben. Deswegen geben wir Milliarden Euro für hochdosierte Vitaminpräparate aus. In der Hoffnung, auf diese anscheinend natürliche Weise Krankheiten vorzubeugen oder sie sogar zu heilen. Für Millionen Menschen beginnt der Tag mit der Einnahme einer Mixtur aus künstlich erzeugten Molekülen. Sie alle glauben, damit etwas für ihren Körper zu tun. Wer ein langes, gesundes Leben will, muss sich richtig ernähren und Vitamine einnehmen. Doch viele Mediziner sehen das völlig anders. Sie fürchten, dass unsere Vitamin-Euphorie auch Nebenwirkungen hat. Die meisten Menschen verschleudern mit hochdosierten Vitaminpräparaten nur ihr Geld. Im schlimmsten Fall schaden sie sogar ihrer Gesundheit. Aber wer hat am Ende recht? Was steckt wirklich hinter dem, was Vitamine versprechen? Schützen sie tatsächlich gegen Erkältungen und Krebs? Oder machen sie uns krank? Mandy Woolford ist 33 und führt ein äußerst aktives Leben. Sie ernährt sich ausgewogen und treibt Sport. Doch um gesund zu bleiben, glaubt sie Tag für Tag zusätzlich noch bestimmte Pillen einnehmen zu müssen. Ich liebe Pillen. Die Leute im Büro machen sich schon lustig über mich, weil ich an jedem Morgen meine Tabletten aufreihe und sie alle schlucke. Angeblich hören sie die Kapseln beim Gehen schon klappern. Und meine Familie meint, dass ich völlig verrückt bin. Dina West lebt in London. Sie unterrichtet Englisch für Ausländer. Wie viele Silben hat das Wort? Ihr Alltag ist besonders hektisch. Bungalow. Bungalow. Perfekt. Okay, well done. Um mit dem Stress fertig zu werden, schluckt auch sie Vitaminpräparate. Nur so glaubt sie, gesund zu bleiben und sich wohlfühlen zu können. Ich nehme täglich einen Vitamincocktail aus 11 Tabletten. Und das schon seit mehr als 25 Jahren. Auch Carol Reed ist stresserprobt und fit. Sie wandert gern und scheut selbst vor steilen Hängen nicht zurück. Jeden Morgen nimmt sie Vitamine. Täglich nehme ich Vitamin C und E und dazu eine Multivitaminkapsel. Für Notfälle hat Carol Reed immer ein paar Vitamintabletten bei sich. Wie Mandy Woolford und Dina West sieht sie Vitamine als einfachen und natürlichen Weg zu einer besseren Gesundheit. Mit diesem Glauben sind die drei Britinnen längst nicht mehr allein. Immer mehr Menschen meinen, dass nur konzentrierte Vitamine sie auch in Zukunft fit halten. Die Vitamine sollen mich vor Krebs schützen. Vor frühem Altern. Ich will gut sehen und hören können und einen gesunden Körper behalten. Doch sind Vitamine tatsächlich in der Lage, solche Erwartungen zu erfüllen? Für gewöhnlich finden sich diese niedermolekularen organischen Verbindungen in unserer Nahrung. Denn unser Körper kann sie meist nicht selbst produzieren. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckten Wissenschaftler, wie wichtig sie für unsere Gesundheit sind. Vitamine sind notwendig, wir können ohne sie nicht leben. Die Forscher fanden bald heraus, dass eine ganze Reihe von Krankheiten nicht durch Viren oder Bakterien verursacht werden, sondern durch Vitaminmangel.
Es ist sehr befriedigend, wenn ein Mensch mit einer Krankheit zu uns kommt und wir einen Vitaminmangel feststellen. Kaum bekommt er, was ihm fehlt, geht es ihm schon sichtlich besser. Nachdem man herausgefunden hatte, welche Nahrungsmittel welche Vitamine enthielten, verschwanden gleich mehrere Vitaminmangelkrankheiten aus dem Alltag. Vitamin A aus Milchprodukten, Leber oder Fisch schützte vor Blindheit und Wachstumsschäden. Vitamin C aus Orangen und Zitronen sorgte für das fast völlige Verschwinden des Skorbut. Und Vitamin D, das vor allem in Fisch vorkommt, bewahrte Kinder vor den Folgen der Rachitis. Eine ausgewogene Ernährung konnte das Leiden von Millionen Menschen beenden und neuem Leiden vorbeugen. Die Entdeckung der Vitamine war ein Meilenstein in der Medizin. Sie zeigte zum ersten Mal, dass einige Krankheiten nicht durch Infektionserreger verursacht werden, sondern durch einen Mangel in unserer Ernährung. Auch Vitaminmangel konnte zu Krankheit und Tod führen. Inzwischen kennen die meisten Westeuropäer Leiden wie Skorbut oder Rachitis nur noch vom Hörensagen. Die Schulmedizin geht davon aus, dass der Körper für gewöhnlich nur geringe Vitaminmengen braucht. Diese Mengen entsprechen der sogenannten empfohlenen Tagesdosis und sollten eigentlich schon durch eine ausgewogene Ernährung aufgenommen werden. Nur in besonderen Fällen, so der medizinische Konsens, ist es angebracht, die Empfehlung zu überschreiten, etwa bei einer Schwangerschaft. Es gibt Zeiten, in denen die Einnahme zusätzlicher Vitamine ratsam ist. Zum Beispiel verhindert Folsäure Geburtsfehler bei Kindern. Vor der Schwangerschaft und in den ersten 12 Wochen sollte eine Frau also Folsäure einnehmen. Etwa vor 40 Jahren schienen die Vitamine aus unserer Nahrung aber plötzlich nicht mehr zu genügen. Damals begann der Siegeszug der synthetischen Vitamine. Bald fanden sie sich in den Medizinschränken fast jeden Haushalts. Ihr wichtigster Fürsprecher war einer der großen Wissenschaftler seiner Zeit, der Chemiker Linus Pauling. Linus Pauling war ein Star unter den Akademikern. Und das nicht nur, weil er ein großer Pädagoge war. Für Albert Einstein war er ein Genie. Pauling war so brillant, dass er als einziger 2 Nobelpreise erhielt. Für Chemie 1954 und den Friedensnobelpreis 1962. 2 Nobelpreise, das verlieh ihm wissenschaftliches Gewicht. Er war ein Genie, aber auch ein Mann mit unglaublicher Ausstrahlung. Pauling starb im August 1994. Noch heute ist seine Arbeit über die Struktur der Moleküle grundlegend. Bis Pauling kam und die Chemie revolutionierte, wusste man kaum, was Atome und Moleküle zusammenhält. Er schuf diese Basis der modernen Chemie. Doch Pauling interessierte nicht nur die Chemie. Er wechselte problemlos zwischen den Fachgebieten. Er wusste alles über Chemie, Physik, Biologie, Medizin. As a chemist, I have a background of knowledge that permits me to appreciate the new ideas, but I also like very much having new ideas myself or making discoveries. 1968 hatte der Forscher eine gewaltige Idee. Mit Vitaminen, so sein Gedanke, ließen sich nicht nur Vitaminmangelkrankheiten bekämpfen. In den folgenden Jahren entwickelte er seine Theorie einer automolekularen Medizin. Einer Medizin, in der sich mit Hilfe von Vitaminen Erkrankungen verhindern ließen, die nicht durch Vitaminmangel ausgelöst wurden. Wie etwa Krebs. Oder Herzkrankheiten. Sogar die Alterungsprozesse des Körpers könnten dadurch bekämpft werden. Man bräuchte nur besonders große Mengen, sogenannte Megadosen.
Das war eine revolutionäre Idee. Damals interessierten sich die meisten konventionellen Forscher nur im Zusammenhang mit Mangelerscheinungen für Vitamine. Keiner glaubte, dass man durch ihre Einnahme seine Gesundheit verbessern könne. Paulings Theorie stieß sofort auf das Interesse der Öffentlichkeit. Die späten 60er Jahre waren genau die richtige Zeit für überraschende neue Ideen. Die Lehre von der orthomolekularen Medizin kam da gerade recht. Warum sollten Vitamine nicht gegen die Krankheiten schützen, die uns das Leben schwer machen? Umso besser, wenn man ab sofort keine Medikamente mehr schlucken müsste, weil auch Vitamine reichten. Die Vergangenheit hatte gezeigt, dass sich schon mit einem Stück Orange Skorbut verhindern ließ. Nun propagierte Pauling, dass ein Vielfaches dieser Menge noch ganz anderes leisten könne. Wer regelmäßig Megadosen Vitamin C einnehme, so der Wissenschaftler, wäre vor einer besonders lästigen Krankheit gefeit. The proper intake of vitamin C helps keep one from catching cold. Paulings Glaube an die Megadosis wurde bald zur Inspiration einer ganzen Armee von Autoren und Gurus, die Ernährungs- und Lebensberatung vermengten. Patrick Holford ist einer von ihnen. In mehr als 20 Büchern wiederholte er vor allem, wie wichtig die Einnahme von Vitaminpräparaten sei. Das ist Vitamin A, toll für die Haut. Holford gründete gar ein Institut für optimale Ernährung. Das ist Vitamin B. Es gibt Energie und Ausgeglichenheit. Laut Holford ist die optimale Gesundheit das Resultat einer ganz einfachen Formel. Sport plus positive Grundeinstellung plus gute Ernährung. Ach ja, und jede Menge Vitaminpräparate. Ich glaube, dass man sein Leben mit Vitaminen nicht nur verlängert, sondern es auch lebendiger macht. Paulings Theorie führte längst zur Entstehung einer gewaltigen Industrie. Heute finden sich Vitaminpräparate nicht nur in Apotheken im freien Verkauf, sondern auch in Supermärkten und Drogerien. Ihre Verpackungen preisen sie als unproblematische, natürliche Ergänzungen unserer alltäglichen Kost. Als geeignetes Mittel für jeden, der sich Gesundheit und gutes Aussehen wünscht. Carol Reed ist eine ganz typische Vitaminkonsumentin. Sie schwört, wie Millionen andere, auf das mit Abstand beliebteste Vitamin. Vitamin C oder Ascorbinsäure. Die Londonerin nimmt täglich 500 Milligramm zu sich. Das ist mehr als das Achtfache der in Großbritannien empfohlenen Tagesration. Doch das stört sie nicht. Sie vertraut der Theorie von Linus Pauling. Ich nehme Vitamin C, weil es mein Immunsystem stärkt und ich deshalb Erkältungen abwehren kann. Aber schützt Vitamin C wirklich vor Erkältungen? Teilt die Forschung heute noch immer Paulings Überzeugung? Die Oregon State University im Nordwesten der USA. Hier befindet sich das Linus Pauling Institute. Es wurde gegründet, um Paulings Erforschung der Vitamine fortzuführen. Für mich ist Linus Pauling einer der ersten, die erkannten, dass Vitamine nicht nur Mangelkrankheiten vorbeugen können. Darauf basiert seine orthomolekulare Medizin. Das richtige Molekül in der richtigen Konzentration könnte einem demnach eine optimale Gesundheit bescheren und nicht nur Mängel beseitigen. Professor Balz Frey zählt zu den wichtigsten Experten in Sachen Vitamin C. In klinischen Tests hat er geprüft, ob große Mengen Vitamin C tatsächlich vor Erkältungen schützen. Tausende
Tausende von Freiwilligen nahmen an den Versuchsreihen teil. Anfangs schien es, als habe Pauling recht. Vitamin C wirkt tatsächlich, wenn man schon eine Erkältung hat. Ich glaube, dass Vitamin C die Dauer von Erkältungssymptomen um rund 20% verkürzt. Wer Vitamin C nimmt, ist also schneller gesund als jemand, der keines nimmt. Hier hatte Pauling recht. Dann untersuchte Frey allerdings Paulings Kernaussage, die Idee, die das Vitamin zum Mythos machte. A proper intake of vitamin C helps keep one from catching cold. Diesmal jedoch schien Linus Pauling sich geirrt zu haben. Die Forscher konnten nicht eindeutig feststellen, ob Megadosen Vitamin C vor Husten, Schnupfen und Heiserkeit schützen. Ich prüfte, ob Vitamin C Erkältungen vorbeugt. Für den Bevölkerungsdurchschnitt ließ sich das durch die Studien nicht beweisen. Vitamin C kann Atemwegsinfektionen also nicht verhindern. Wer solche Präparate einnimmt, schützt sich damit nicht vor einer Erkältung. Mit anderen Worten, der heutige Leiter des Linus Pauling Instituts glaubt, dass sich sein großer Vorgänger geirrt hat. Auch wenn Pauling darauf schwor, als Prophylaxe sind selbst seine Megadosen nicht geeignet. Trotzdem nehmen Millionen Menschen ihre Mittelchen weiter. Carol Reed zum Beispiel. Die Resultate dieser Tests werden nichts daran ändern, dass ich mir regelmäßig Vitamin C kaufe und es weiter nehme. Mich schützt es nämlich vor Erkältungen. Carol Reed hat gesunde Nieren. Deshalb schadet sie ihrem Körper mit den synthetischen Vitaminen wenigstens nicht. Eines steht aber fest. Wenn sie sich damit gegen die unangenehmste Nebenerscheinung der kalten Jahreszeit schützen will, könnte sie ihr Geld auch gleich zum Fenster hinauswerfen. Doch die Furcht vor Erkältungen ist nicht der einzige Grund für die Beliebtheit von Vitamin C. Ascorbinsäure, also Vitamin C, zählt zu den sogenannten Antioxidantien, einer besonderen Gruppe von Vitaminen mit schlichtweg erstaunlichen Fähigkeiten. Ich glaube, dass sie das Hirn und die Arterien kräftigen. Sie verlangsamen den Alterungsprozess und schützen vor Herzkrankheiten, Krebs oder Alzheimer, also den Bedrohungen des Lebens im 21. Jahrhundert. Die Antioxidantien gelten als wahre Wunderwaffen. Sie fangen sogenannte Radikale in unserem Körper ab. Diese Radikale sind besonders reaktionsfähige Moleküle in unseren Zellen. Eines ihrer Elektronen ist ungepaart, also frei. Deshalb greifen sie die umgebenden Moleküle an und stehlen ihnen das fehlende Elektron. Das angegriffene Molekül wird daraufhin selbst zum Radikalteilchen und schon setzt eine Kettenreaktion ein. Für gewöhnlich kommt der Körper mit den Angriffen der Radikale zurecht. Erst mit steigendem Alter oder wenn ihre Zahl sehr stark zunimmt, kann es zu Zellschäden kommen. Die Schäden durch freie Radikale werden mit Herzkrankheiten, Krebs und Veränderungen der Netzhaut in Verbindung gebracht. Diese Schäden dürften aber auch zu den fundamentalen Prozessen des Alterns gehören. Wir altern unter anderem wegen der Aktivität der Radikalteilchen. Antioxidantien und vor allem die Vitamine A, C und E sind wahre Radikalenfänger. Sie hindern die Radikalmoleküle an weiteren Angriffen. Schon anhand von etwas Rindfleisch lässt sich zeigen, wie Vitamin E die Beschädigung durch Radikale unterbindet. Diese Beschädigung wird übrigens Oxidation genannt.
Fleisch, das man beim Metzger sieht, ist rot und schön. Das liegt vor allem am Vitamin E, das die Oxidation verhindert. Ich werde Ihnen einmal zeigen, was geschieht, wenn das Vitamin E zerstört wird. Ich träufle diese Substanz auf die Oberfläche des Fleisches. Sie wird das Vitamin E zerstören. Kaum ist das Vitamin zerstört, nehmen die Radikalteilchen mit rasanter Geschwindigkeit überhand. Schon nach wenigen Minuten ist das Fleisch bräunlich angelaufen. Die Zellen sind unwiederbringlich geschädigt. Genau das würde auch mit Ihrem Körper geschehen, wenn Sie nicht durch Vitamin E geschützt wären. Doch keine Panik. Längst wissen die Ernährungsforscher, dass schon unsere tägliche Kost uns schützt, wenn sie denn ausgeglichen ist. Immerhin findet sich der so wichtige Stoff in Obst, Gemüse, Getreide, aber auch in Fett. Die Ernährungsstudien zeigen eines. Menschen, die sich gut ernähren und viele antioxidierende Vitamine zu sich nehmen, leiden seltener an den häufigsten Krankheiten. Viele Menschen glauben allerdings, dass die Vitamine, die sie durch eine ausgewogene Ernährung aufnehmen, nicht genügen. Sie sind überzeugt davon, dass nur hochdosierte Präparate den täglichen Bedarf decken. Auch Dina West ist dieser Meinung. Ihr Interesse gilt dabei vor allem dem Vitamin E. Mit einer einzigen Kapsel nimmt sie Tag für Tag 40 Mal mehr davon zu sich, als für gewöhnlich empfohlen wird. Vitamin E zählt zu den Antioxidantien und bekämpft die Radikalteilchen, die ja Giftstoffe sind. Das gefällt mir. Ich will nichts Böses in meinem Körper. Nein, vielen Dank. Deshalb helfen mir meine Kapseln sehr. Neueste Studien haben jedoch gezeigt, dass die Kapseln, die Dina West nimmt, in ihrem Körper vielleicht gar nicht wirken können. Grund dafür ist die Art und Weise, in der sie sie einnimmt. Die Englischlehrerin hat es morgens oft eilig. Sie verzichtet auf das Frühstück. Ihre Vitamine schluckt sie auf nüchternen Magen, nur mit etwas Wasser. Die Idee, dass Menschen wie Dina West von ihren Pillen vielleicht gar nichts haben, stammt von Professor Merritt Traber. Für die Ernährungswissenschaftlerin am Linus Pauling Institute war die Sachlage ganz einfach. Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin und braucht Fett, um vom Körper absorbiert werden zu können. Wer es nur mit einem Schluck Wasser zu sich nimmt, macht deshalb vielleicht alles falsch. Ein Experiment soll zeigen, ob Vitamin E wirken kann, wenn es ohne Fett eingenommen wird. Durchgeführt wird es am King's College in London, einer der wichtigsten Forschungsstätten in Sachen Vitamin E. Leiter des Versuchs ist Professor Frank Kelly. Zum Einsatz kommt ein Präparat, das in Großbritannien frei erhältlich ist. 5 Freiwillige sind zur Stelle. Darunter auch Dina West. Die Probanden müssen nüchtern antreten, also mit leerem Magen. Dann bekommen sie jeweils eine Kapsel. Am ersten Tag trinken sie dazu ein Glas Wasser, in dem natürlich kein Fett enthalten ist. 4 Tage später trinken sie zu ihrer Kapsel ein Glas Vollmilch. Wieder 4 Tage später wird der Fettgehalt noch einmal erhöht. Diesmal gibt es einen Milchshake mit mehr als 40% Fett. Jeweils 4 Stunden nach der Einnahme der Vitamine werden Blutproben entnommen. So stellen die Forscher fest, wie viel Vitamin E der Körper jeweils absorbieren kann.
Sollte Merritt Traber recht haben, dürfte bei der Einnahme mit Wasser fast gar kein Vitamin E aufgenommen worden sein. Während es nach dem Genuss des Milchshakes schon ganz anders aussehen sollte. Alle Blutproben sind analysiert. Jetzt macht sich Professor Kelly an die Auswertung der Daten. Nach mehreren Wochen ist es endlich soweit. Heute erfährt Dina West die Resultate. Der Augenblick der Wahrheit. Hier sind die Ergebnisse. Sie waren die Nummer 5 in unserer Studie. Das war die Einnahme mit Wasser. Hier mit Vollmilch und hier mit dem Milchshake. Wir hätten das nicht erwartet, aber Ihr Körper hat mit Wasser genauso viel absorbiert wie mit den beiden anderen Getränken. Das Wasser wirkte also genauso wie die Milch und der Shake. Das hat uns überrascht. Professor Kelly ist verblüfft. Er hatte fest damit gerechnet, dass bei der Einnahme mit Wasser weniger Vitamin E aufgenommen würde. Bei den anderen Versuchsteilnehmern sahen die Ergebnisse übrigens ganz ähnlich aus wie bei Dina West. Der Grund dafür zeigte sich erst nach genauerer Untersuchung. Die Kapseln, die im Test zum Einsatz kamen, enthielten eine winzige Menge Fett. Eigentlich dient das dabei oft verwendete Sojabohnenöl nur als Hilfsstoff. Keiner der Forscher hätte erwartet, dass diese geringe Menge schon die Aufnahme des Vitamins ermöglichen könnte. Für mich bleibt nur eine Erklärung. Der Fettanteil in der Kapsel reicht aus, um eine Absorption zu ermöglichen. Dina West kann ihr Vitamin E also auch in Zukunft auf nüchternen Magen und nur mit einem Schluck Wasser nehmen. Doch nicht alle Vitamin-E-Kapseln enthalten einen Fettzusatz. Wer sicher gehen will, dass ein Präparat auch tatsächlich wirkt, sollte seine Kapseln deshalb lieber nach einer Mahlzeit schlucken. Die regelmäßige Einnahme erhöhter Vitamin-E-Dosen wird bei Schulmedizinern höchstens mit einem Kopfschütteln quittiert. Doch nicht alle Antioxidantien sind so ungefährlich wie Vitamin E. Es gibt einen radikalen Fänger, der bei den Freunden der Vitamine beliebt ist. Und den Forscher für gefährlich halten. Er findet sich in gelben und orangefarbenen Gemüsen wie Mais oder Mohrrüben, aber auch in grünen Salaten. Es ist Beta-Carotin oder Provitamin A. Diese Vorstufe des Vitamins A ist ein wahres Wundervitamin. Untersuchungen zeigten, dass Menschen, die über ihre Nahrung verstärkt Beta-Carotin zu sich nehmen, mit geringerer Wahrscheinlichkeit an Lungenkrebs erkranken. Prompt hofften die Forscher auf einen medizinischen Durchbruch. Demetrius Albanus ist einer der wichtigsten amerikanischen Krebsforscher. Auch er setzte anfangs darauf, dass Beta-Carotin vor Lungenkrebs schützen könnte. Mit mehreren Kollegen begann er deshalb eine groß angelegte Studie. Er wollte wissen, ob sich tatsächlich Millionen Menschenleben retten ließen. Wir rechneten fest damit, dass wir eine Verringerung der Lungenkrebshäufigkeit zum Ergebnis haben würden. Wir gingen von einer 25-prozentigen Abnahme der Fälle aus. Einige hielten sogar 25-50% für möglich. Fünfzehntausend Freiwillige nahmen an der Studie teil. Zum Einsatz kam ein Vitaminpräparat mit ebenso viel Beta-Carotin wie in 6 Mohrrüben. Die Probanden waren Raucher. Menschen also, bei denen die Gefahr von Lungenkrebs besonders hoch ist. Die Hälfte von ihnen nahm nun täglich Beta-Carotin-Pillen, die andere Hälfte nicht. 8 Jahre lang wurde die Gesundheit beider Gruppen überwacht. Anfangs schien sich alles ganz normal zu entwickeln. Kurz vor dem Ende der Studie musste dann aber ein Krisenstab einberufen werden.
Die Forscher wurden darüber informiert, dass das Beta-Carotin völlig anders als erwartet wirkte. Bei den Testteilnehmern, die Beta-Carotin nahmen, trat vermehrt Lungenkrebs auf. Was vor Lungenkrebs schützen sollte, schien genau das Gegenteil zu bewirken. Ich glaube, es kam zu einer Art von Panik. Damit hatte die Wissenschaft nicht gerechnet. Das Ergebnis der Studie war ein herber Rückschlag. Mit Beta-Carotin war die Krebswahrscheinlichkeit letztlich ganze 18% höher als ohne. Ich war zunächst sehr verblüfft. Ich konnte es nicht glauben. Ich hielt das für Zufall. Doch 18 Monate später gab es in puncto Beta-Carotin sogar noch schlechtere Neuigkeiten. Eine weitere Studie wurde 2 Jahre vor dem geplanten Ende abgebrochen. Unsere Zwischenanalyse zeigte eine 28-prozentige Zunahme von Lungenkrebs bei den Testteilnehmern. Noch stehen die Forscher vor einem Rätsel. Wenn wir Beta-Carotin über unsere Nahrung aufnehmen, ist es äußerst gesund. Weshalb sind hochdosierte Beta-Carotin-Präparate bei Rauchern dann aber krebserregend? Solange diese Frage nicht beantwortet ist, raten die Experten zur Vorsicht. Zumindest Raucher sollten auf die zusätzliche Einnahme von Provitamin A verzichten. Und selbst Nichtraucher sollten ihren Verzehr einschränken. Eines hat die Studie nämlich schon gezeigt. Hochdosierte Vitaminpräparate sind keine harmlosen Mittelchen. Und natürlich sind sie auch nicht. Die negativen Auswirkungen von Beta-Carotin sind ja bestätigt worden. Hohe Dosen können für bestimmte Personenkreise und unter gewissen Umständen also schädlich sein. Das war uns eine Lehre. Auch beim Vitamin A wird inzwischen diskutiert, wie viel noch gesund ist. Der britische Gesundheitsguru Patrick Holford plädiert für 2500 Mikrogramm. Es stört ihn nicht, dass diese Dosis mehr als 3-mal so hoch ist wie die für gewöhnlich empfohlene Tageszufuhr. Vitamin A ist von größter Bedeutung für jede unserer Zellen. Es schützt die DNA, sorgt für gesunde Haut und bewahrt vor Infektionen. Es ist ein absolut grundlegendes Vitamin, das wir jeden Tag brauchen. Doch Holford könnte sich täuschen. Die Menge, die er vorschlägt, ist vielleicht schon zu groß. Auch beim Vitamin A ist wohl Vorsicht geboten. Darauf weisen zumindest Studien aus den vergangenen Jahren hin. Schweden, die Nummer 3 in der Liste der höchst entwickelten Länder. Die Menschen hier haben eine besonders hohe Lebenserwartung. Gleichzeitig laufen sie aber Gefahr, an Osteoporose zu erkranken. Und das sogar häufiger als in anderen Ländern. Vor allem Frauen über 50 sind betroffen. Osteoporose führt zu einer Abnahme der Knochenmasse und erhöht die Gefahr von Knochenbrüchen. Niemand weiß, weshalb das Leiden gerade in Schweden so verbreitet ist. Die bekannten Risikofaktoren für Osteoporose sind das Alter, Rauchen und körperliche Aktivität. Diese Faktoren erklären nicht, warum Osteoporose und Knochenbrüche in Schweden so häufig sind. Besonders überraschend ist, dass unsere Nahrung reich an Kalzium ist. Das sollte unsere Knochen eigentlich doch schützen. Professor Melhus suchte nach einer anderen Erklärung. Und er fand einen ersten Hinweis. Die Schweden nehmen über ihre Nahrung besonders viel Vitamin A zu sich.
Wir essen Milchprodukte, fetthaltige Fischarten wie Hering und Lachs. Wir nehmen Lebertran ein und Vitaminpräparate. Alles Dinge mit sehr viel Vitamin A. Noch dazu sind wir das einzige europäische Land, in dem fettarme Milch mit Vitamin A angereichert wird. Bei Professor Melhus schrillten die Alarmglocken. In einem Fachblatt hatte er gelesen, dass hohe Dosen Vitamin A die Knochen von Tieren schädigen konnten. Als wir das erfuhren, wollten wir gleich prüfen, ob auch Menschen betroffen sein könnten. Der Pharmakologe machte sich an die Arbeit. In den Daten von mehr als 60.000 Frauen über 40 suchte er zuerst nach allen Patientinnen, die Knochenbrüche erlitten hatten. Dann prüfte er, ob gerade die Betroffenen besonders viel Vitamin A zu sich nahmen. Die Ergebnisse bestätigten seine Befürchtungen. Mich überraschte, wie eindeutig die Resultate unserer Studie waren. Wir wussten zwar, dass Vitamin A die Knochen von Tieren schädigen konnte, dass es auch bei Menschen so sein sollte, ließ sich aber deutlich schwerer akzeptieren. Und Professor Melhus ging noch weiter. Anhand von Knochenuntersuchungen wollte er feststellen, welche Mengen Vitamin A zu einer Abnahme der Knochendichte führten. Bald zeigte sich, dass selbst die längerfristige Einnahme von geringen Mengen dramatische Auswirkungen haben konnte. Wir fanden heraus, dass sich die Knochendichte schon bei 1,5 Milligramm pro Tag um 10% verringerte. Das ist nur rund das Doppelte der bei uns empfohlenen Tagesdosis. Die Gefahr von Hüftbrüchen verdoppelte sich damit glatt. Sollte Professor Melhus recht behalten, wären die Folgen erschreckend. Immerhin kann man 1,5 Milligramm Vitamin A pro Tag sogar schon über die Nahrung aufnehmen. Und jede hochdosierte Vitaminkapsel liegt um ein Vielfaches darüber. Pillen, die der Gesundheit Gutes tun sollen, könnten also ganz allmählich zu einer Schwächung der Knochen führen. Für Professor Melhus ist die Sache klar. Unsere Arbeit lässt nur zwei Schlüsse zu. Bleiben Sie bei einer ausgewogenen, guten Ernährung. Da hochdosierte Vitamin-A-Präparate aber schädlich wirken können, sollten sie nicht regelmäßig eingenommen werden. Eine neuere Studie der schwedischen Wissenschaftler zeigte, dass die Wirkung auf Männer übrigens ganz ähnlich ist. Untersuchungen in den USA bestätigten die Resultate inzwischen. Patrick Holford in Großbritannien hält trotzdem nichts von der Theorie. Die angeblichen Beweise für einen Zusammenhang zwischen Osteoporose und relativ kleinen Mengen Vitamin A überzeugen mich nicht. Viele Studien zeigen diesen Zusammenhang überhaupt nicht. Das Ganze macht einfach keinen Sinn. Und zwar, weil wir hier über Dosen sprechen, die wir seit Millionen von Jahren mit der Nahrung zu uns genommen haben. Deshalb überzeugt mich das nicht. Viele Wissenschaftler sind inzwischen allerdings anderer Meinung. Professor Andrew Rennick ist Pharmakologe an der Southampton University in Südengland. Er gilt als einer der Experten für Vitamine und ihre Nebenwirkungen. Rennick nimmt die vermehrten Hinweise auf die möglichen Gefahren von Vitamin A sehr ernst. Ich mache mir Sorgen, obwohl die Beweisführung noch nicht beendet ist. Immerhin haben mehrere Studien den Zusammenhang aufgezeigt. Ich glaube, dass hohe Dosen Vitamin A das Risiko für Knochenbrüche erhöhen. 2003 war Professor Rennick Mitglied eines britischen Expertenrats, der die Risiken von Vitaminen untersuchen sollte. Wie viel Vitamin A noch gesund ist, konnten auch diese Experten nicht mit Gewissheit sagen. Trotzdem sprachen sie eine Warnung aus.
Wir analysierten die Daten und kamen zu dem Schluss, dass die Einnahme von mehr als 1500 Mikrogramm schädlich sein könnte. Und das vor allem wegen der Gefahr von Knochenbrüchen. Viele der freikäuflichen Präparate bieten aber deutlich mehr als 1500 Mikrogramm. Mandy Woolford nimmt täglich sogar mehr als 2000 Mikrogramm Vitamin A ein. Und das seit über einem Jahr. Jetzt ist sie beunruhigt und wandte sich an Catherine Collins. Die Ernährungswissenschaftlerin am St. George's Hospital in London soll ihr sagen, ob sie ihre Gewohnheiten ändern muss. Unsere Ernährungsanalyse hat ergeben, dass Ihre Nahrung sehr ausgewogen ist. Was das Vitamin A angeht, nehmen Sie alles, was Sie brauchen, über Ihre Nahrung zu sich. Und zwar durch das Fleisch und vor allem durch die Früchte und das Gemüse, das Sie essen. Mir macht aber Sorgen, dass Sie eine große Dosis Vitamin A zusätzlich einnehmen. Dadurch könnten Sie auf Dauer Osteoporose bekommen und sich einen Knochenbruch zuziehen. Glauben Sie, dass mir die Vitamine, die ich bis jetzt nehme, schon geschadet haben? Wenn Sie Ihre Kapseln nur ein Jahr genommen haben, ist wohl alles in Ordnung. Sie sollten sie aber absetzen. Sie erhöhen wirklich die Gefahr von Knochenbrüchen. Mich überrascht der Zusammenhang zwischen Osteoporose und Vitamin A. Das hätte ich nie vermutet. Die Analyse hat mich zum Umdenken bewegt. Ich höre sofort mit dem Vitamin A auf. Es könnte mir langfristig ja eher schaden als helfen. Kein Zweifel. Vitamine sind grundlegend für die Gesundheit des Menschen. Und vielleicht beweisen künftige Studien ja tatsächlich, dass hohe Vitamindosen gegen Herzkrankheiten oder Krebs schützen. Noch ist diese positive Wirkung aber nicht einwandfrei erwiesen. Und je mehr wir über Vitamine wissen, desto deutlicher wird vor allem eines. In hohen Dosen können sie unerwartete und manchmal gefährliche Nebenwirkungen haben. Bevor alle Gefahren bekannt und damit gebannt sind, gilt also eines. Suchen Sie Ihren Arzt auf und lassen Sie einen Blutspiegel machen, bevor Sie mit einer Megadosis Vitaminkur beginnen.